Marc, du bist einer der krassesten Typen, die ich kenne. In diesem Cockpit hat es sicher 3-4 Uhren. Aber wenn du einen Ausfall von deinem elektrischen System hast, was tust du dann? Was ist die Fortis? Ja? Wir sind ja generell ein bisschen, sagen wir, unkonventionell. Nicht immer dieses ganze Champagnerzeug. Ja? So, wir sind das erfrischende, kühle Bier in den ganzen alten Champagnersorten. Ja, willkommen zu einer neuen Talkrunde. Heute aus dem Hangar hier am Flughafen Grenchen. Mit dabei ist der Jupp und der Marc. Marc ist Pilot. Und wir werden heute über ganz viele Themen reden, wie der Marc geworden ist, wie der Marc Pilot geworden ist. Über den neuen Flieger selbstverständlich. Der Jupp gibt uns ein paar Insights dazu. Und ja, da werdet ihr erfahren, worum es hier geht, was der Flieger kann und für wen er gebaut ist. Wenn du zum ersten Mal uns zuschaust, dann lass gerne ein Like da oder abonniere im besten Fall den Kanal. Kommt versprochen, ganz viel gutes Zeug. Ich will gar nicht lange rumquatschen, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ganz spontan. Und fangen wir mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ich habe gedacht, da du der Gast bist, stellt Jupp zuerst kurz nochmal vor, wer er ist und was er so tut hier. Ich. Genau. Du bist auch schon Familienunternehmer, schon in der vierten Generation, habe ich gehört. Genau. Dritte, wie man, hast du mir durchgestrichen? Habe ich dir durchgestrichen, genau. Weiß ich, stimmt. Weil ich habe es wieder falsch gemacht, genau. Und du hast in den letzten 5 Jahren die Fortis mit dem Team zu einer neuen Marke gemacht oder zu einer Marke gemacht, würde ich sagen. Ja. Kannst du das so, erzähl mal ein bisschen, wie das so angefangen hat. In der aller Kürze, du musst jetzt hier keinen Umriss. 5 Jahre in der Kürze, oder was? In Kürze, das ist jetzt nicht so einfach. Für die 5 Jahre brauche ich 5 Jahre, um das alles zu erzählen. In Wahrheit haben wir die Marke auf links gedreht, hätte ich jetzt mal grob gesagt. Also wir haben eigentlich alles neu definiert, neu gemacht, umgebaut. Wir haben das Gebäude komplett saniert, dass den neuesten Standards mal entspricht, dass du überhaupt mal vernünftig arbeiten kannst. Wir haben das komplette Partnernetzwerk eigentlich ausgetauscht, neu aufgebaut, neue Lieferanten, neues Vertriebsnetz etc. Wir haben natürlich das Team extrem vergrößert, ja, im Gegensatz zum Anfang viel mehr junge Leute, die ein bisschen out of the box moderner denken. Wir haben natürlich alle Uhren umgestaltet oder neu definiert, neu aufgesetzt. Und insgesamt haben wir natürlich der Marke ein komplett neues Bild gegeben. Wenn ich da kurz einhaken darf, für was steht die Fortis heute? Im Prinzip steht sie für das, was sie eigentlich schon immer gestanden hat, nämlich für Luxus, den du wirklich gebrauchen kannst. Okay. Ja, im Alltag, immer und überall. Ja, das ist ein spannendes Thema, weil ja oft Luxus bedeutet, kaufe was, pack's in safe und so. Was ist denn der Luxus von Fortis? Nein, Luxus heißt, dass du generell einen Begleiter hast, den du auch wirklich benutzen kannst. Das ist nichts, wir bauen keine Uhren für Leute, die das Ding in Safe legen. Unsere Kunden sind keine Sammler, unsere Leute sind welche, die ihn tragen und benutzen und gebrauchen den ganzen Tag. So. Und dadurch ihren Alltag erleben und einfach Erinnerungen sammeln, sagen wir es mal so. Sehr cool. Vielleicht dazu eine Anmerkung, es gibt einen anderen Talk mit dem Jupp, wo er ganz am Anfang gemacht hat, den verlinken wir euch hier, den könnt ihr euch dann auch mal reinziehen, kann ich nur empfehlen, tatsächlich. Genau, Marc, du bist, glaube ich, einer der krassesten Typen, die ich kenne. Da brauchst du nicht so gucken, das ist so. Und ich habe mal so rausgesucht, es gibt so diesen Klassiker-Spruch irgendwie, alle Männer wären gern wie du, alle Frauen wollen bei dir sein. Ja? würde ich behaupten, also mich eingeschlossen. Und wir haben dich ja auch schon mal als Local Hero porträtiert. Das ist auch super spannend, da einfach Einblicke in dein Leben zu kriegen. Erzähl mal, was du bis dato so alles in deinem Leben schon gemacht hast. Also von Olympia oder was das war mit dem Triathlon und so. Das sind ja mega spannende Sachen. Brauche ich auch noch mal 5 Jahre. Die kriegst du nicht. Okay. ich bin in einem sehr liebevollem Umfeld aufgewachsen. Das ist absolut top. Meine Eltern haben mich unterstützt in fast allem, was ich tun wollte. Es gab da 2-3 Ausnahmen, aber im Nachhinein muss ich da Danke sagen. Ich war sehr, sehr sportfokussiert, immer. Das Ganze durch natürlich meine beiden Brüder, die auch 2 und 4 Jahre älter sind als ich, wollte natürlich auch immer dabei sein, immer mitmachen. Und da hat das Schwimmen angefangen. Und dabei war ich zu meiner Schulzeit auch schon als Beispiel 4-5 Mal die Woche an der Fortis vorbeigefahren, um in die Schwimmhalle zu kommen. Ach was. Und ich habe immer
die Firma angeschaut mit dem Velo vorbei. Es war immer so auf den Hügel hoch und dann hier oben war, ging es noch gerade zur Schwimmhalle. Aber ich habe immer die Fortis habe ich immer gesehen, auch schon als kleines Kind. Aber dazu mal weit weg natürlich. Und sehr ambitioniert dann geschwommen. Irgendwann mal zum Triathlon gewechselt und dort gemerkt, im ersten Rennen eben Zweitletzter geworden, danke, ja, das geht besser. Und wirklich den Fokus auf diesen Sport gesetzt. Und dann war klar, dass Olympia 2000 in Sydney dass zum ersten Mal die Sportart olympisch wird. Und das war dann mein großes Ziel. Und wie gesagt, schon alles untergeordnet, mein ganzes Leben an dieser Olympiade orientiert. Mhm. Und im 98 erlitt ich dann einen doppelten Ermüdungsbruch. Und dann war das Ziel natürlich in weite Ferne gerückt, oder? Und die kleine Hoffnung gab es noch. Aber dann, als ich zurück in die Schweiz kam, wurde ich da in Macklingen vom Teamarzt untersucht und der sagte, mein Knochenalter sei so fortgeschritten. Für 24 Jahre war das Knochenalter von einem 36-Jährigen. Und die Brüche, die wachsen wieder zusammen, ist kein Thema. Aber Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es irgendwo anders wieder bricht. Mhm. Und dann war für mich klar, ich brauche einen Plan B. Hatte ich aber nicht zu dieser Zeit. Und dann hast du gesagt, du musst was Eigenes auf die Beine stellen, oder? Ja, dann musste ich brauchte einfach unbedingt etwas, was mich im gleichen Rahmen beschäftigt, wie der Sport. Etwas, was mich 7x24 Stunden beschäftigt. Und dann, mich hat die Informatik sehr interessiert. Zu diesem Zeitpunkt habe dann in einem Helpdesk wirklich ganz unten angefangen, Helpdesk-Telefone abgenommen, mich zusammenscheißen lassen von den Kunden. Das kennen wir auch. Das passiert ab und an. Überall. Und so hochgearbeitet. Dann war die ganze Neuorientierung war dann irgendwo trotzdem noch zu wenig. Dann habe ich mich noch entschlossen, selbstständig in der Informatik zu machen. Währenddem, dass ich noch angestellt war, habe ich so ein Mandat gefunden, 50-50, 50% angestellt, 50% schon bereits selbstständig. Und so konnte ich eine Transition machen in die Selbstständigkeit, wo ich dann im 2004 komplett mein eigenes Business hatte. Und du hast heute, weiß nicht, 5, 6, 7 Angestellte? Heute sind wir 9 Leute. 9 Leute, okay, ja, cool. Genau, heute sind wir 9 Personen. Und wir haben eben alle, also ich sage mal Langzeitangestellte, also die gehen von uns nicht, also gehen nicht mehr weg. Wir sind ein super Team, ein komplett super Team aufgestellt. Ich muss auch sagen, ich habe in diesen, 12 Jahren, wo die Leute jetzt da sind, noch nie eine Präsenzkontrolle oder noch nie eine Ferienkontrolle gemacht. A, weil es nicht braucht, wenn du das Vertrauen in die Leute hast, die da bei dir arbeiten und der Output stimmt und die Qualität stimmt, was soll ich die kontrollieren? Die sollen dann arbeiten, wenn sie Bock haben, solange der Output stimmt. Ja, Vertrauensverhältnis ist halt schon gut dann, ne? Also absolut. Das ist schon auch wichtig. Ja. Ne? Aber du stellst ja auch niemand ein, für mich in unserer kleinen Größe stelle ich auch niemand ein, den ich nicht vertrauen kann. Ja, macht Sinn. Also, du kennst die Leute ja schon, du hast sie schon irgendwo mal in einem Projekt gesehen. Das waren schon alles Leute, die du vorher schon mal gekannt hast. Genau. Ja. Ja, da hast du eine ganz andere Basis. Ja, logisch. Absolut. Und dann, sag mal, bist du ja jetzt auch schon hier, was ist, schwarzer Gürtel Jiu-Jitsu? Oder was hast du? Noch nicht ganz. Ja, genau, das ist das Ziel für dieses Jahr. Der kann es einfach nicht. Da muss man ein bisschen üben hier. Muss ich noch üben. Das war das Ziel noch. 2023 ist noch Schwarzgurt Jiu-Jitsu auf dem Programm. Ja. Mega gut. Das macht ihr ja beide. Ich muss gestehen, ich war in letzter Zeit Du nicht hast so den Schmorn angefangen. Ich habe den Schmorn reingetragen. Und dann habe ich den Jupp mitgebracht. Und seitdem geht der Jupp und ich nicht mehr. Genau. Also ganz so schlimm, ich komme auch, ich spreche es. Aber ihr trefft euch da ja regelmäßig auf der Matte. Was fasziniert euch am Jiu-Jitsu? Vielleicht du zuerst. Ist einfach ein toller Ausgleich. Ich meine, ich habe angefangen, weil ich unter der Woche hier den ganzen Tag in Grenchen rumhänge und nur am Wochenende daheim bin und dann suchst du halt abends irgendwo einen Ausgleich zu dem Büroalltag. Und das ist ein total geiler Sport, der einfach richtig gut auf Bewegung setzt. Du kannst mit jedem trainieren, das ist egal, welches Alter, welches Niveau etc., das ist wurscht. Du kannst mit jedem das machen und es ist einfach
macht einfach Spaß. Wie sind die Workouts so vorher? Die Workouts, die macht er, und das ist jetzt mehr so Folterknecht-Methode oder so, keine Ahnung, aber er ist da schon hart. Also ich muss sagen, so nach dem Warm-up bin ich meistens schon, oh, ich könnte jetzt auch heim. Du machst es schon sehr lange, ne? Ja, ich habe schon zu meiner Profizeit habe ich eine Zeit lang Jiu-Jitsu gemacht, über den Winter, um ein bisschen eben die Grundfitness, das kardiovaskuläre Training zu behalten. Und dann mit dem ganzen Sport ist es natürlich nicht mehr vereinbar gewesen, weil die Verletzungsgefahr ja auch gegeben ist. Und dann wurde von der Nationalmannschaft auch untersagt, dass du Kampfsportart ausüben darfst. Von dem her war das dann gegessen, dieses Thema. Aber natürlich, es hat mich immer fasziniert. Und ich glaube, jetzt sind wir eine wirklich auch coole Truppe zusammen. Das ist super, ja. Wir haben einen sehr guten Meister, der uns da das Jiu-Jitsu wirklich auf einer neuzeitlichen Basis. Es hat nicht so einen traditionellen Aspekt, es ist mehr unkonventionell einfach. Ja, genau, ne? Genau. Es ist eigentlich ziemlich locker. Ja. Also es ist nicht so mit hier Verbeugung, natürlich machst du das auch, aber es ist eigentlich eher mehr easy, jeder soll Spaß haben und was lernen so. Ja. Und nicht hier groß irgendwelche. Es ist auch nicht so, dass du vorne einen Meister hast und nur den Meister da angrüßt, denn der Meister ist bei uns voll dabei, oder? Richtig, und der macht genau mit und der schlägt dich auch. Der schlägt dich auch. Das ist gut. Jetzt sind wir ja nicht umsonst in einem Hangar, jetzt steht da noch so eine kleine Maschine hier hinter uns. Jetzt bist du noch Pilot geworden, warum? Ja, Bubentraum. Mein Kindestraum war Helikopterpilot bei der Rettungsflugwacht, darum sind wir auch im Rega-Hangar. Nein, aber das war wirklich mein Kindertraum. Ich habe da die ganzen Bücher von diesen Rega-Piloten gelesen, die da in den Wänden die Leute gerettet haben. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Dann eben, wie gesagt, Sport hat andere Laufbahn genommen. Der Pilotentraum da war natürlich ein bisschen weg vom Fokus. Wo dann aber die ganze Verletzungsgeschichte gekommen ist und ich da Sport abgebrochen oder abbrechen musste, war der Traum irgendwann mal wieder da. Und ich war dann am Flugplatz an einem Tag, mit meiner Frau war ich hier, haben wir da die Flieger angeschaut, dann kam einer und fragte mich, willst du mitfliegen, wir brauchen noch einen Sandsack, so quasi, er müsse noch einen so Full-Load-Flug machen und er hat noch einen Platz frei. Und ich sagte, natürlich, ich bin der Erste, da mitgegangen, gegrinst, wo ich zurückgekommen bin ich zur Flugschule gegangen und gesagt, ich beginne Montag mit zu fliegen. Geil. Und dann, so hat es angefangen, dann die Grundschulung gemacht, die hier in Grenchen. Und immer weiter und weiter und weiter, bis mega zu diesem cool Baby hier. Ja, mega cool. Du fliegst heute Turbine Legend. Kannst du uns ein bisschen was über den Flieger selber erklären oder sagen, was das ist? Damit die Leute, das ist kein normales Flugzeug, Kinder. Das ist experimental, nennt man das, ne? Genau, tönt genau extrem gefährlich. Extrem gefährlich. Ist es aber nicht. Genau, deswegen darf er fliegen. Genau. Nein, experimental, ja, genau. Der Flieger ist ein Bausatz. Also das heißt, die Zelle, der Flügel, die Zelle und so weiter, ist schon bereits, wurde von einer professionellen Firma gebaut. Was du dann drumherum baust, sprich Avionik, wie du das Ganze verbaust und einbaust, ist dir überlassen. Darum ist es auch eben nach den Richtlinien von einem Experimental-Flugzeug. Und das ist das Spezielle daran, oder? Viele Leute sagen, wow, Experimental, da lasse ich die Finger davon. Aber der Flieger, die Zelle wurde ja professionell gebaut, dann die Engine ist auch professionell gebaut, also von dem her, du verbaust eigentlich diese Teile nach den Angaben von den Bauplänen und da geht jetzt nichts schief. Natürlich kann hier auch irgendetwas schief gehen, wie bei jedem anderen Flugzeug auch, oder? Gut, das ist im Prinzip wie ein Custom Bike, ich meine, die laufen ja auch und fahren und voilà fahren und fahren. Stimmt, du kennst das aus dem Motorrad wahrscheinlich. Ja, genau. Dann, ne? So, baust du das auch zusammen, wie du das gerne hättest. Genau. Und läuft. Ja. Wie viel PS hat das Ding? 750. Und du baust einen zweiten in Amerika mit? 1100. Das ist völlig irre. Das ist völlig irre. Also, du bist der schnellste, sag ich mal, Privatflieger in der Schweiz wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Das ist, also, ich
kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr mal nach Grenchen kommt. Der Marc hat auch eine Website, wo man das ganz cool sich mal selber antun kann. Kann es wirklich nur empfehlen. Darf man auch mal selber mit dem Stick und so. Und wer uns besucht, da werden wir es natürlich auch organisieren. Dann kriegt man das auch organisiert, dass man das mal macht. Also wer da Bock drauf hat, kann mit seinen Kumpels gerne mal bei uns vorbeikommen und dann organisieren wir auch gerne was. Genau. Sag mal, das wird in Amerika gebaut, ne? Ja. Das heißt, du hast in Florida, glaube ich, irgendwo noch einen Kumpel, mit dem du da im Hangar dann halbjährlich irgendwo mal hinfliegst und rumschraubst und bastelst und so weiter. Und dann, wie nennt man das, bringt er ihn rüber, wie nennt man das? Den Ferry Flight. Ein Ferry Flight, ja. Genau, in die Schweiz. Ja. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt, bei dem Flieger, der jetzt gerade in Produktion ist oder gebaut wird, oder muss sagen, der war ja auch schon gebaut, das Einzige, was wir ja an diesem Flieger ändern, der jetzt da in den USA steht, ist die Engine. Eben wie gesagt, 750 PS ist schon gut, aber 1100 ist halt einfach besser. Ich wollte gerade sagen, hat recht genug Zug, oder? Ja, genau. Und dann gibt es natürlich ein Flugerprobungsprogramm, das dann, wenn der Flieger das erste Mal in die Luft kommt, dass man dann erfliegen muss. Mhm. Die ganzen Werte müssen dann neu erflogen werden. Da bekommst du mal eine Zulassung von der FAA, damit du den Flieger überhaupt bewegen oder fliegen darfst, dann bist du limitiert in einem Radius von 25 nautischen Meilen um den Flugplatz herum für die ersten 50 Stunden. Das wird dann ziemlich eine aufwendige Geschichte, um den Flieger wirklich da diese Erprobungsflüge zu machen. Ab diesem Zeitpunkt, wenn das alles gut ist, kommt noch ein Testpilot, der erfliegt dann diese Werte noch einmal, die du schon bereits mal erflogen hast, um zu kontrollieren, stimmt das? Mhm. Und wenn das alles übereinstimmt, dann bekommst du den Permit oder die für die Zulassung, definitive Zulassung. Und dann geht's dann auf den Ferryflug. Und für den Ferryflug brauchen wir natürlich auch noch einmal zusätzliche Tanks, weil die Flügeltanks reichen für die Transatlantikroute nicht aus. Ja, das glaube ich ja. Das ist ja jetzt eigentlich schon der dritte dann. Ne? Den zweiten habt ihr ja den ersten glimpflich noch, sag ich mal, auf den Boden gebracht in irgendeiner Form. Da hat es nicht ganz geklappt. Kannst du vielleicht da noch zwei, drei Sätze zu verlieren? Ja, eben wie der erste Flieger, den wir da in den USA aufgebaut haben, also nicht aufgebaut haben, den habe ich von einem Air Force-Piloten, pensionierten Air Force-Piloten gekauft. Arnie Luther, das war wirklich, der hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht, fliegerisch beigebracht. Ich war sehr oft bei ihm. Ich habe den Flieger fast ein Jahr dort in Grass Valley stehen gelassen, und um mit ihm zu fliegen, um von ihm zu profitieren. Auf demselben Airport war auch der Mann, der das erste Mal die Schallmauer durchbrochen hat. Okay. Genau, der ist Jack Yeager. Und das war natürlich auch... War auch sehr interessant, die Gespräche mit diesen Leuten, die so viel Erfahrung auf diesen Flugzeugen hatten, unglaublich. Und der hat mir wirklich viel, viel beigebracht. Das war eine sehr interessante Zeit. Dann haben wir den Flieger nach Florida überflogen, um die letzte Inspektion zu machen. Und Vorbereitung für Einbauen von Ferrytank und alles drum und dran. Und dann auf dem Ferryflug nach 5 nautischen Meilen Engine Failure, Motor abgestellt und dann eine Notlandung in ein Fahrenfeld gemacht. Glücklicherweise wirklich nichts passiert. Der Ferrypilot, der den Flieger rüberflog oder rüberfliegen wollte, ausgestiegen und nichts passiert. Das war auch ein Grund, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen weiter. Wäre das nicht so ausgekommen, wüsste ich nicht, ob ich da in dieser Fliegerei weitergemacht hätte. Ja, spannend. Du hast auch einen Flieger am Start. Einen ganz anderen. Einen ganz anderen. Weil er ist viel kleiner. Der ist viel kleiner. Und schwerer vielleicht sogar. erzähl ein bisschen was über deinen Flieger. Warum haben wir den gemacht? Naja, der Flieger ist die erste Ikone von der Fortis. Und logischerweise ging es damals, wo wir gesagt haben, wir werden alles mal überarbeiten und neu definieren, neu designen, war der Flieger das erste Projekt, das wir angegangen haben zusammen. Und
war von dem Sinn natürlich spannend, weil du hast natürlich die Ikone, du hast die Geschichte, die du dich irgendwie halten musst. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir von Anfang an gesagt, nee, wir wollen ja eigentlich mal komplett von vorne anfangen und nicht uns immer so wie die meisten anderen Fliegeruhren an irgendwelchen klassischen Designs orientieren oder in irgendwas, was halt schon mal da war oder irgendwas, was der Tradition entspricht oder irgendwelchen Regeln, sondern eigentlich mal sagen, jetzt lass uns mal mit Piloten reden und mal fragen, was braucht's denn ihr eigentlich? Was ist denn für euch wichtig? Ganz unabhängig von dem, was jemals gemacht wurde. Und daraus ist dann in Kombination natürlich mit der Geschichte unseres Fliegers der neue, moderne Flieger rausgekommen. Cool. Warum sieht er jetzt genauso aus, wie er aussieht? Also es hat ja coole Features, also ich sag mal die Synchroline, der Brix-Track, die Bricks, die da drauf sind, die Lünette. Das ist ja nicht nur aus der besten Qualität gemacht, sondern es ist ja auch, das hat ja auch eine Funktion dahinter. Ist eine Funktion im Endeffekt. Mein Ziel war immer möglichst reduziert. Das heißt, geh runter aufs Wesentliche. Worum geht's wirklich? Lass den ganzen Firlefanz weg. Mhm. Und das Erste, was immer geheißen hat, ja, Ablesbarkeit. Das muss innerhalb von Sekundenbruchteilen, muss ich diese Uhr lesen können. Mhm. Also mach mir möglichst irgendwie das Ding so, dass mich nichts ablenkt. Und daraus ist der Brix-Track entstanden, dass du sagst, okay, du machst diese 5-Minuten-Indexe aus richtigen massiven Leuchtmasse auf einem sehr dunklen Hintergrund, sodass du es einfach super schnell lesen kannst. Mhm. Die Synchro-Line ist entstanden mit dem PC-7-Team damals zusammen, weil die ja beim Formationfliegen vorher ihre Uhren synchronisieren und sich diesen 5-Plus-Minus-5-Sekunden-Gap geben. Das ist auch ein gutes Feature für ihn, by the way, ne? Weil du immer weißt dann, dass wie lange du schon fliegst tatsächlich, dass du es dann wirklich strichgenau stoppen kannst tatsächlich. Ne? Genau so. Und dann natürlich, du brauchst, weil ich halt auch ein Fan davon bin und für den Langzeitpiloten, der die Zeitzone durchfliegt, ist jetzt für ihn vielleicht mit seiner Reichweite nicht ganz gegeben, aber einfach die analoge GMT-Lünette, die du einfach schnell auch in Sekundenbruchteilen bedienen kannst, ohne dass du hinschaust. Und das macht die Uhr halt auch zu dem Flieger und nicht zu irgendeiner Pilotenuhr, oder? Richtig, also ich glaube, genau, das ist so, so der. Jetzt hast du eine komplett neu durchdachte, neu definierte Fliegeruhr. So, das ist schon keiner gemacht. Das ist schon ziemlich cool, weil also das Thema Fliegeruhr wird ja ad absurdum getrieben in unserer Branche tatsächlich. Ja, leider. Und es gibt viele Fliegeruhren oder Pilotenuhren, die eigentlich das gar nicht mehr wirklich sind, sondern eigentlich, sag ich mal, dieses Image irgendwo tragen wollen, aber es als Toolwatch gibt's das gar nicht mehr so richtig, ne? Das wird ja extrem stark verwaschen. Ich meine, wenn du heute teilweise diese Online-Shops von anderen anschaust und dann heißt es Fliegeruhren und da kommen halt Uhren, wo ich sage, Entschuldigung, das sind ja keine Fliegeruhren. Also ja, das sind keine Pilotenuhren. Ja, auch so 5 Bar wasserdicht, wo ich mich immer frage, Entschuldigung. Ja, was willst du jetzt? Du kannst nicht mal duschen damit. Ich meine, was willst du? Nein, also da brauchen wir gar nicht weiter drauf reingehen. Da brauchen wir gar nicht weiter drauf reingehen. Es gibt bestimmt einen saucoolen Film, das weiß ich. über den Flieger. Was da alles drinsteckt und so weiter, den verlinken wir euch sicherlich dann auch noch, spätestens unten in den Captions. Und ansonsten, du trägst, weil der Hintergrund ist ja immer die wichtige Sache auch, warum trägt man sowas, wenn man denn wirklich Pilot ist? Also unsere Idee ist ja, dass man das mit Profis entwickelt, aber auch alltagstauglich so funktioniert, dass es Sinn macht für jedermann, also auch wenn du kein Pilot bist. Aber die Frage ist natürlich schon, warum trägt man eine mechanische Uhr im Cockpit am Ende des Tages? Ich meine, du hast so viele Instrumente, GPS, du könntest jetzt auch eine, weiß ich nicht, wie heißen die, Garmin oder sowas tragen, wo du sagst, okay, die gibt mir noch GPS-Data und so weiter und so fort. Wie ist das für dich, warum, also neben der Ablesbarkeit, ja, was ist da noch, warum du auf die mechanische Uhr einfach schwörst auch? Ja, also für mich natürlich, die Mechanik selbst, an für sich selbst, oder? Die eine Turbine ist auch sehr ein mechanisches Teil, oder? Dreht mit 36.000 Umdrehungen pro Minute. Wahnsinn. Und hier muss ich ja sagen, ist auch Wahnsinn, wie genau diese Uhr ist. Also die Faszination an der Mechanik an und für sich selbst ist schon eigentlich schöner als irgendeine elektronische oder eine Quarzuhr, die da mit irgendwelchen Funktionen, die ich da drin überhaupt nicht brauchen kann. Mhm. Für mich die elementaren Funktionen, die ich brauche, ist wirklich der Chronometer natürlich. Du sagst es hat in diesem Cockpit hat es sicher 3-4 Uhren, wo ich eine Zeit ablesen kann. Aber in case of emergency, wenn du einen Ausfall von deinem elektrischen System hast und da vorne dunkel ist, was tust du dann? Oder du hast natürlich auf diesen Geräten hast du Standby-Batterien. Du musst wissen,
Also in der Checkliste ist drin, die Standby-Batterie für das Primary Flight Display ist 30 Minuten. Also zu diesem Zeitpunkt, wo der Generator ausfällt zum Beispiel, dann muss ich hier jetzt drücken und dann muss ich wissen, jetzt habe ich 30 Minuten noch ein Flight Display und dann habe ich nichts mehr. Und in dieser Zeit muss ich mich dann organisieren und irgendwo landen. Das sind für mich diese Funktionen, wo ich wirklich brauche. Also klassisch auch einfach Safety Backup. Safety Backup, absolut. Backup-Lösung. Ja, das ist nur fair. Ich glaube, das ist, aber in allen Profisachen, also ich glaube, das ist beim Tauchen auch so. Ne? Ja. Das ist beim Tauchen so, es ist beim Astronaut so, es ist beim Piloten so, es ist bei allen, die irgendwo, klar, viel Equipment haben. Ne? Ich meine, der Taucher hat auch 24.000 Computer am Arm. Ja, richtig. Aber am Ende des Tages, wenn das ausfällt, dann hast du immer noch eine Mechanik, die dir im Zweifel eine Hilfestellung ist und dir im Zweifel vielleicht sogar das Leben rettet. Ne? Und das ist halt schon nicht ganz unwichtig. Ne? Warum dann der Fortis-Flieger? Was ist da so das? Also, du fährst jetzt seit, wie alt bist du? Der ist älter, als man denkt, by the way. ich meine, du bist schon als Kind bei der Fortis vorbeigefahren, dass das vielleicht schon ein Punkt ist. Ne? Und ich glaube, dein Vater war ja auch schon Uhrmacher, da warst du ein bisschen drin. Und warum jetzt die Fortis? Wie ist das zustande gekommen? War eigentlich auch ganz lustig. Also, wo ich angefangen habe mit der Pilotenausbildung hier in Grenchen, war hier noch ein Static Display. Und auch dort, was sehe ich als erstes? Fortis. Fortis-Uhren im Static Display. Und auch dort, wo ich dann begonnen habe zu fliegen, sage ich, wow, früher hast du mit dem Velo vorbeigefahren in die Schwimmhalle, jetzt bist du hier am Flugplatz und siehst wieder dieses Static Display. Habe mir zu diesem Zeitpunkt nie irgendetwas erträumt, dass es eine Zusammenarbeit quasi da gibt oder mir geben könnte. Dann habe ich Ausbildung eben abgeschlossen, dann weitergemacht, Kunstflug gemacht und so weiter. Und irgendwann ging es darum, um Display zu fliegen. Dann war ich hier in Grenchen am Heli-Weekend 2018, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, das erste Event. Das erste Event, wo ihr da gemacht habt. Das war Sommer 2019, weil das war das erste Event, das wir dann zu meiner Zeit dann hier irgendwie mit auf die Beine gestellt, aber zumindest teilgenommen haben mit einem großen Stand. Ja, genau. Ja. Und da durfte ich Airshow fliegen und bin dann gelandet und vor dem Fortis-Zelt konnte ich dann den Flieger parkieren. Ich war total verschwitzt, weil es war ein sehr heißer Tag. Das war heiß da, ja. Richtig heiß. Bin ausgestiegen. Andreas ist dann gekommen, hat mir ein T-Shirt gegeben, weil es so verschwitzt war. So ein T-Shirt haben. So macht man das. Genau. Und so hat es dann angefangen. Ich habe zu Andreas gesagt, ich brauche kein T-Shirt, ich brauche einen Sponsor. Und dann habe ich die Leute da alle kennengelernt. Und war natürlich sehr, sehr imposant für mich, wer da neu dahinter dieser Fortis jetzt steckt. Mhm. Das Team, jung, alle auf der gleichen Wellenlänge, alle reißen am gleichen Strang. Und so hat sich das ergeben und ich bin wirklich absolut stolz, in diesem Team zu sein. Mega cool. Ja, wir auch. Also das kann ich nur zurückgeben. Das Danke. Ist wirklich fantastisch. Ich sehe, deine Uhr hat schon den einen oder anderen Kratzer. Ist ja zum Brauchen. Danke. Message sent. Nein, die gehören bei uns tatsächlich rein. Kratzer, wer keine Kratzer in der Uhr hat, ist bei uns nicht aufgehoben, tatsächlich. So. Hast dich beim ersten Kratzer geärgert? Nö. Nicht? Nö. Bei mir ist das schon immer so. Der erste ärgert mich wahnsinnig, der zweite ist so, beim dritten egal und beim vierten ist es einfach Patina und gehört dazu. Ja. Spätestens beim fünften sagst du geile Geschichte übrigens. Ja, geil. So, jetzt wird sie endlich schön. Genau. Ja, aber das Gute ist, dass es ab kann, das können ja nicht alle, von daher sehr gut. Jupp, es gibt neue Farben. Mhm. Hast du einen Favoriten? Also wir haben den Classic rausgebracht, 2020. Mhm. In dem typischen Pilot Green, genau, mit dem Grün-Orange-Kombi, wie ganz eh und speziell. Je, klassisch seit 30, 40 Jahren. Heute haben wir ganz ebenfalls klassisch quasi Schwarz-Weiß für immer. Mhm. Und dann haben wir ein Liberty Blue dabei und wir haben ein Petrol. Genau. Erzähl mal was zu den zwei Farben, weil Schwarz, okay, das kann man erzählen, hat man halt, ne? Aber erzähl mal was zum Petrol und zum Liberty Blue vielleicht. Ja, das ist gut schwarz, weil es ist einfach klassisch. Ich meine,
das ist einfach schön. Ja. So haben wir unsere Uhren, tragen wir die schon seit 20 Jahren und das werden wir auch weiterhin tun. Und für immer passt gut. Passt es so schön. Dem Blau, weil einfach Blau schön ist und auch zeitlos. Mhm. Ganz ehrlich, das ist einfach mit dem braunen Band, gibt einen schönen Vintage-Charakter und ist auch eigentlich eine zeitlose Farbe. Und wenn du mich fragst, was ist mein Favorit? Ich bin halt der Typ, ich mag halt gern die Dinge, die sonst halt keiner hat. Das ist halt einfach, das ist halt mein persönlicher Charakter, das ist jeder ein bisschen anders. Aber ich bin halt, ich mag gerne speziellen Dinge. Mhm. So, und da ja, weiß Petrol ich noch, sticht schon raus. Petrol sticht raus, weil es irgendwie kein nicht, es ist nicht grün, es ist nicht blau, es ist irgendwie, keine Ahnung, ständig so hinschimmernd. Und ich weiß das noch, dass ich damals mit unserem Ziffernblatthersteller zusammengesessen bin und habe so verschiedene Muster, Farbmuster angeguckt. Und dann hatte der so ein Ziffernblatt, das quasi so gefadet ist, so von grün in blau runter. Und dann habe ich gesagt, da. Das will ich, das ist geil. Und dann hat er mich so angeguckt und der Marcel schaut mich an und sagt, ich hab das gar nicht, Mann, das sieht scheiße aus. Sag ich, doch, warte, wir machen ja nicht den Fade, sondern dann habe ich ihn mit, genau angezeigt mit dem Bleistift, sag ich, schau, den Punkt, genau die Farbe, weil das ist ja so gefadet. Ja. Sag ich, ich will genau den Ton. Dann haben die mich alle so angeguckt. Und ich sag, jetzt mach mal ein Muster und dann schauen wir uns das an und allen anderen habe ich es erklärt und die haben gesagt, oh Gott, nee, spinnst du jetzt und so. Und dann haben sie es gesehen und alle happy, oder? Ja. Alle also, sofort, geil, mach mal. Das ist ja was, wo du sagst, also das sieht halt jeden Tag ein bisschen anders aus, je nachdem, wie das Wetter draußen ist tatsächlich auch. Genau. Und das ist ja auch mit dem Schliff tatsächlich so einzigartig, dass du es jedes Tag neu erfahren und entdecken kannst und Freude dran hast. Ich mag ja, wenn sich Dinge verändern. Weißt? Das, soll ja, das ist immer so das Gleiche. Das ist dann soll schon leben. Mhm. Ja, absolut. Aber am Ende doch eher original, oder? Es ist so schwierig. Ich bin ja eigentlich mehr der Triple GMT-Typ. Also das ist ja eigentlich so meine Lieblingsuhr aus der ganzen Kollektion. Weil Titan, oder? Ja, erstens Titan, zweitens, weil ich die Uhr an sich einfach schön finde. Das ist so mein persönlicher Geschmack. Deswegen gibt es ja auch eine neue Version davon. Aber es ist einfach, ich kann es dir echt nicht sagen, der Original ist einfach der coolere von allen. Mhm. Langfristig vielleicht der coolere? Langfristig vielleicht der coolere. Das wird sich jetzt rausstellen. Mit der größeren Story noch? Ich habe sie ja noch nicht. Heute habe ich sie noch nicht in meiner Sammlung. Konnte also du siehst sie auch heute quasi fast zum ersten Mal. Nein, ich sehe sie nicht zum ersten Mal. Aber so richtig, richtig. So richtig, richtig. Ich durfte sie halt noch nicht Langzeit tragen, verstehst du? Und deswegen kann ich dir noch nicht sagen, was sich durchsetzt. Aber ich habe schon so gemerkt, so es kommt wahnsinnig gut an, auch bei allen Fans. Absolut. Mhm. Aber es sind auch ganz viele, die jetzt dann doch wieder auf den Original schwenken, weil sie sagen, nee, der ist doch irgendwie cooler als die anderen. So, aber die sind halt einfach zeitlos schön. Mhm. So. Das ist ganz witzig auch, weil wir oft den Kommentar kriegen, das ist zu groß und so. Ne, und du hast ein relativ schmales Handgelenk tatsächlich. Ne, und wir haben gestern, glaube ich, 21 Uhren auf deinem Arm gehabt, in allen Größen, Farben, Varianten. Ja. Und du kannst sie alle tragen. Und das ist der Witz an der Sache, dass die Leute immer denken, ja, die Hörner, die haben jetzt hier 54 mm auseinander und so weiter und so fort. Ne? Und da denkst du dir immer, Kinder, zieht's das Ding an den Arm. Kein Witz. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Du kannst die Dinge bemaßen, die du willst. Ich kann jetzt auch sagen, dein Auto ist 5,40 Meter lang. Damit kannst du nichts anfangen. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute Uhren ausmessen und dann versuchen, ihre Emotionen damit auszudrücken. Sag ich, Entschuldigung, das tust du auf dem Arm und dann sagst du ja oder nein. Gefällt mir oder gefällt mir nicht. Weil das Quatsch ist mit diesen ganzen Millimeter-Blödsinn. Also du nutzt sicherlich den Flieger anders, als der Markt den nutzt, gehe ich von aus. Für dich ist das Thema GMT wahrscheinlich sehr wichtig, Zeitzone, weil du viel unterwegs bist. Genau. Wohingegen der Marc eher den Chrono braucht wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich so, oder? Ja, bist du. Und jetzt hat ja der Flieger hat ja per se immer ein GMT on board, quasi. Mhm. Mit der Lünette kannst du ein bisschen was zur Technik sagen, was da drin verbaut ist? Eine Lünette? Mhm. Die Lünette läuft auf 3 Keramikkugeln mit einem 24-Klick-System. Okay. Das heißt, du kannst im halben Stundentakt quasi ohne... schnell die Zeitzone verstellen, ob du es jetzt wirklich brauchst oder nicht, kannst du jetzt diskutieren. Ich persönlich fand es sehr cool und du hast natürlich extra eine Lünette gemacht, die du halt mit Handschuh bedienen kannst. So, das war halt wichtig. Ja. So, das ist ja bei den meisten nicht der Fall, aber deswegen hast du hier eine ganz feine Riffelung mit einem extrem hohen Grip, sodass du wirklich keine Kraft brauchst. So. Mega gut. Da ist auch ein spezielles Uhrwerk drin im Titan, im Triple GMT. Genau. Dazu vielleicht unser Manufakturwerk 13. Wir haben ja zwei Philosophien bei Thema Uhrwerk. Das eine ist, wo du sagst, okay, Chronometer zertifiziert auf höchste Qualitätsstufe, aber seit Jahrzehnten einfach bewährt. Ja,
funktioniert, kannst du überall auf der Welt auch reparieren lassen, weil die meisten Uhrmacher einfach damit umgehen können. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, ich möchte aber gerne etwas Exklusiveres, dann gehst du auf Thema Manufakturwerk. So, das heißt, möchtest du etwas Robustes, zeitlos Erprobtes, dann gehst du auf unsere Standardwerke, die auch trotzdem ja Chronometerbasis oder zertifiziert sind. Oder du gehst auf Manufaktur mit was Exklusiverem. Und beim Triple GMT ist eben die exklusive Variante, wo wir den anderen Fliegern einfach die Erprobten bewerten. Mhm. Du trägst es auf dem Hookstrap, weil wahrscheinlich total praktisch mit über einen Anzug, Anzug, genau, Handschuh, absolut. Handschuh drüber. Das geht super schnell, ja. Super fix. Ja. Es gibt das Aviator Strap, was wir haben. Mhm. Das ist ein vegetabil gegerbtes Leder, also auch vernünftig gemacht. Ja. Und wir haben das auf der Block Bracelet, da gibt es die Mega-Schließe dazu. Richtig, genau, unsere Slide Clasp. Die macht dein Leben um 1 Million Prozentpunkte einfacher. Das klingt auch so schön. Das klingt auch schön. Nein, das ist wirklich ein Mega-Feature. Also ohne das kann ich heute nicht mehr leben. Nee. Das geht gar nicht anders. Jupp, erklär doch mal, ich muss jetzt kein Pilot sein, ne, aber für wen ist dieser Flieger gemacht? Der Flieger, ich meine, gut, es ist wie bei Taucheruhren. Ich meine, wir haben nochmal eine Umfrage gemacht. Ja? 99% aller Taucheruhrenträger tauchen nicht. So, und genauso kaufst du dir eine Uhr aus Leidenschaft, ja, und Passion. Und nicht unbedingt, weil du Pilot bist oder sonst was. Von dem Sinn ist sie natürlich für jedermann gemacht. Aber in erster Linie hast du hier ein Stück Zeitgeschichte natürlich. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, was ganz Spannendes, was viele vergessen, ist, dass wir halt sehr exklusiv sind und nicht so ein Massenprodukt, sondern das, nee, was die Leute halt nicht verstehen, ist, dass die Ford ist ein sehr familienorientiertes. Ja, im Endeffekt, ich meine, was ist die Fortis? Ja? Ich meine, die Fortis ist ein weltraumgeprüftes Unternehmen beziehungsweise weltraumgeprüfte Uhren. Wir sind ein Familienunternehmen und wir sind ja generell ein bisschen, sagen wir, unkonventionell. Wir versuchen mal Luxus, nicht immer dieses ganze Champagnerzeug. Ja? Wir sind so, ich nenne uns immer so, wir sind das erfrischende, kühle Bier in den ganzen alten Champagnersorten. Weißt du? Das ist geil. Einfach alles ein bisschen lockerer. Immer dieses Ernste, ich sage, wir haben das nicht nötig. Ja? Und eine Fortis kaufst du dir, weil du einfach High-End am Arm haben willst und es dir egal ist, ob es dir gegenüber erkennt. Ja. Wir sind keine Angebermarke, kein Bling-Bling, wir sind nicht für einen Safe, die trägst und du weißt, was du am Arm hast. Unser Kunde weiß, was gut ist und es reicht ihm, wenn er es weiß. Also es steht auf Qualität. Richtig, genau. Das darf Luxus sein, aber er muss ihn brauchen. Richtig, genau. Muss keine Angst haben, dass dann Kratzer reingeht. Richtig. So. Und er muss ein bisschen Punk sein. Und was die anderen denken, ist, die erste Mal stehst du mal drüber. Also, genau, also das ist so das der Flieger all in all, würde ich sagen. Hast du noch irgendwas, was du da beisteuern willst noch? Irgendwas, was ich vergessen habe zum Flieger? Nö, eigentlich alles gesagt. Ich kann nur immer sagen, jedem probiert es an, bevor euch eine Meinung erlaubt. Ja. Deine Lieblingsfarbe? Triple GMT. Stealth. Ja. Nice one. Das ist ja, du hast ja eh alle. Also von daher, das ist ja wirklich irre. Ich habe jetzt noch eine kleine Quick Round für euch und ihr müsst schnell und spontan antworten, ja. Und es gibt immer entweder oder, ja. Und ich stelle die Frage so quasi in die Mitte rein. Und weder noch darf ich das auch sagen. schwierig. Ich glaube, es braucht es nicht tatsächlich. Ja? Also ich glaube, bei den meisten könntet ihr euch einig sein. Ja. Wahrscheinlich seid ihr euch sowieso bei einem. Na, aber vielleicht bei einem nicht. Also, ich fange mal an. Also gleichzeitig antworten? Ihr könnt gerne gleichzeitig. Oder nacheinander kurz. Ne? So. Business Class oder Fighter Jet? Fighter Jet. Business Class. Das war klar. Fauler Hund. Fauler Hund. Anzug oder Overall? Overall. Anzug. Bier oder Champagner? Bier. Das habe ich mir gedacht. Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh. Beides. Ja, beides? Okay. Kommt auf den Tag Uhren an. Uhren sammeln? Eh meistens früh. Uhren sammeln oder tragen? Ja, tragen. Immer tragen. Das ist ganz witzig, weil es gibt dann doch vielleicht den einen oder anderen Unterschied und beide tragen einen Flieger. Das finde ich schon recht spannend. Das zeigt halt einfach mal einmal mehr, dass das nicht eine Uhr für den Piloten alleine ist. Und nicht abgesprochen, ne? Nee, war nicht abgesprochen. Ja, das auch heute. Ah, ihr habt beide sogar den B-Compax, ja, logisch. Ach krass, ja, okay, cool, ja. Ja, cool. Ja, falls ihr Fragen habt oder sowas, dann einfach unten in die Kommentare. Ich schaue dann, dass das jemand beantwortet. Alright, nicht vergessen zu hier subscriben, folgen und so weiter. Gibt auch einen coolen Newsletter, viele spannende Geschichten. Auf geht's. Danke euch. Vielen Dank.